W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Nein, eigentlich, es gibt keine Show hier. Alles, was passiert, ich glaube, kommt vielleicht von meiner Seite ist genauso, wie es ist. Von der DLD-Seite wahrscheinlich hat es mit dem Show zu tun, das glaube ich. Und, aber Dinge, was er meint, was er sagt, von allem auch die Dinge, die man auch am Mikrofon nicht bekommen hat. Es war ein Monolog von David A., als wir uns in die Augen angeschaut haben. Mit Beleidigung? Es war komplett ohne Respekt zu mir als Mensch und als Sportler, als Weltmeister und so weiter. Und ich werde nur eine sagen, man kann hin und her darüber reden, aber letztendlich am 2. Juli wird es geboxt und ich konzentriere mich noch mehr für diesen Samstagabend hier im Interkern in Hamburg dann meine Faust fliegen lassen gegen den DVD. Wir bleiben kurz bei dem Stare-Down. Du hast eine 50 oder eine 50 gemalt auf deine Hand, ja, um ihm zu zeigen, vielleicht erklärst du es selbst. Was wolltest du damit sagen? Es ist genau so, weil letztendlich es ist ein Stare-Down, also wo man dann einander in die Augen anschaut. Und das war genau der Message, den ich auch gesagt habe. Noch dazu habe ich das auch gezeigt. Das ist auch in Erinnerung bleibt bei David Hay und natürlich bei den Leuten, die auch die Bilder gemacht haben. Vielleicht erklärst du nochmal, was die Message war. Das ist die Nummer 50 und David Hay hat auch gesagt, dass ich gegen Abdachlose geboxt. Und die 49 K.O.-Siege, die ich gefeiert habe, die waren gegen Nobody, also die waren Fallobste. Und ich möchte einfach den David Hay beweisen, dass er nicht anders ist als die 49 und er wird mein 50. K.O.-Sieg auf meiner Liste. Ich glaube, dass für David Hay dieser Kampf wird eine Rehabilitation, dass er nicht den Boden unter die Füßen verliert, was scheint zu sein, wie er spricht, wie er sich benimmt, es ist genau der Fall, dass der Mann den Boden unter die Füße verloren hat. Also, und meine Aufgabe als, darf ich ein bisschen sarkastisch sein, auch Dr. Klitschko, dann den Patienten zurück ins Leben bringen. Du hast ihn ja mehrfach gefragt, warum er nicht deine Hand geschüttelt hat. Ja? Und seine Antwort war, ich schüttel deine Hand im Krankenhaus am Sonntag. Ist das politisch? Ist das... Ich finde, es ist völlig nicht okay. Es gab schon viele Fälle in dem Boxsport, wo auch die Boxer leider, natürlich Unfälle gab es mal, leider verstorben sind. Und es ist auf keinen Fall lustig. Es ist definitiv unter die Gurtlinie. Der Mann wünscht mich, gesundliche Schäden zu machen, dass ich dann in einem Krankenhaus lande. Das finde ich komplett daneben, weil letztendlich es gibt nicht nur ein Gespräch tete-a-tete, sondern auch die Massmedien hören das zu. Und es ist auch mir ein bisschen peinlich für den David Hay, solche Aussagen zu hören. Ich wünsche ihm die beste Gesundheit und dass er nach dem Kampf trotz allem in bestem gesundheitlichen Zustand ist. Und trotz allem hatte ich den Eindruck, schon viele Kämpfe von dir gesehen, auch vorher, die Berichterstattung und auch die Pressekonferenzen, trotzdem hatte ich den Eindruck, dass du ein bisschen aggressiver gewirkt hast als normal. Kann das sein? Ich bin nicht aggressiv, sondern ich bin mehr wahrscheinlich konzentriert. Und ich konzentriere mich einfach auf die Aufgabe und ich weiß genau, was ich dafür tun sollte. Und ich bin hier und ich genieße die Zeit, hier zu sein, vor allem in dieser Präsenz von David Hay, was ich mir auch sehr lange gewünscht habe. Jede Sekunde mit ihm in seiner Umgebung genieße ich einfach und ich freue mich auf das hoffentliche Training noch in dieser Woche und dann das Einwiegen und dann letztendlich wird es geboxt. Kampf am Samstag, dass er in Hamburg stattfindet. Welche Bedeutung hat das für dich? Dass der Kampf am Samstag in Hamburg stattfindet? Ich habe das auf der Pressekonferenz erwähnt, dass ich mein erstes Profi-Debüt hier gemacht habe. Das war in Wandsbeker Sporthalle, also ein bisschen kleines Publikum, als wir dann in Interkarena in dem Fußballstadion dann haben werden. Ich bin sehr froh auf gewisse Aufsteigerung und
Ich bin sehr froh über das Publikum, weil es wird erwarten rund um 50.000 Leute. Und natürlich über den Gegner ist noch eine ganz spezielle Thema. Ich bin froh, dass ich dann David Haye als Gegner haben werde. Es ist alles drum und dran, eine eigentlich runde und gute Geschichte im Sinne der Motivation. Und ich bin sehr motiviert für diesen Kampf. Nicht übermotiviert, aber genau voll konzentriert. Und ich weiß genau, was zu erwarten von David Haye und was zu tun. Ein paar Tickets gibt es ja noch. Warum sollten denn die Zuschauer am Samstag ins Fußball-Stadion kommen und was können Sie den Zuschauern versprechen? Ich muss sagen, dass ich mich in den letzten 6-7 Wochen sehr intensiv in Österreich vorbereitet für diesen Kampf und ich habe mich nur auf eine Aufgabe vorbereitet und das ist das Boxen, Strategie, Technik und Taktik. Ich habe auf der Pressekonferenz mitbekommen, wie 50 Kilometer Kabel sind verlegt, eine ganzen Hubschrauber und Feuerwehr und alles, was wir schon so oft mit RTL gemacht haben, was die Events betrifft. Und es ist schon, ich glaube, 5. oder 6. Event, Stadion-Event, was auch mit dem Boxen zu tun hat, wird sein. Also wir haben sehr gut vorher geübt und es wird, glaube ich, ein Event sein, der Extraklasse gehört, zur Extraklasse gehört. Und deswegen, wenn man schon das im Fernsehen anschaut, das ist toll und gut, aber live dabei zu sein, ist es alles. Also deswegen muss ich auch sagen, wenn man das live erleben will, dann muss man live in MTK Arena dabei sein. Glauben Sie denn, dass Ihr Bruder Vitali sehr eifersüchtig ist, dass Sie gegen David Haye kämpfen dürfen und nicht er? Ich denke schon, dass mein Bruder hätte den David Haye eine Ohrfeige verpasst, heute auf der Pressekonferenz. Aber das war schon längst geklärt. David Haye hat mich ausgewählt von beiden Brüdern, weil ich glaube, er glaubt, dass der Ältere schlägt zu hart zu, dass er den Kleineren und Jüngeren nimmt. Und dann ist der Wind aus dem Segel gewesen. Also dann haben die ganze Diskussion, wer kämpft gegen David Haye, zwischen mir und Vitali, waren ausgeschlossen.